Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Unser Drehtag hat vom Datum ein ganz besonderes, nämlich den 26. Oktober, also Nationalfeiertag Österreich. Und deshalb wollen wir euch aus dem österreichischen Kulthaus Glock das neueste Produkt vorstellen, die Glock 45. Glock 45, das allerneueste Modell aus dem Hause Glock, ist, wie viele sagen, eine Glock 19X, aber nicht sandfarben. Stimmt nicht ganz, sie unterscheidet sich sehr wohl davon. Glock 19X, der Vorgänger oder der erste wirkliche Versuch von Glock, eine Crossover-Pistole zu machen, ist auch sehr gelungen. Crossover bedeutet kurzes Oberteil, langes Griffstück. Glock 45 hier, das zweite Modell, und da gibt es ein paar grundlegende Unterscheidungsmerkmale zu 19X. Unter anderem wäre es hier beim Griffstück, das Griffstück der Generation 5, also hier ganz klar ohne Griffrillen. Und wenn wir uns das jetzt genauer anschauen, hier unten habe ich einen Magazintrichter. Hat die Glock Generation 5 schon gehabt, Glock 19X hatte es nicht. Bei der 19X war der Magazinteil hier unten flach. Abschließend mit dem Griffstück, wenn wir uns das bei der 45er anschauen, leicht ausgewölbt für das schnellere Nachladen optimiert. Außerdem, wo sie sich jetzt nochmal unterscheidet zur Generation 5 Glock, ich habe hier nicht diese Ausnehmung. Diese Ausnehmung bei der Generation 5 war dafür gedacht, dass man hier reingreifen kann zum schnelleren Nachladen. Glock hat das hier nicht übernommen, weil unter anderem einige Leute gemeint haben, diese Ausnehmung durch diese Kante stört meine kleinen Finger und ist unangenehm beim Greifen. Hat, wie gesagt, Glock übernommen, diesen Wunsch der Kunden, und hat das bis nach unten hin geschlossen gemacht. Durch das kann ich natürlich dann auch meine Generation 5 Magazine ohne Probleme verwenden. War bei der 19X nicht möglich, weil die hier vorne verlängert waren. Und durch das spezielle Griffstück mit dieser kleinen Nase gingen die Generation 5 Magazine nicht in den 19X rein. Bei der Glock 45 passt es sehr wohl. Ich habe hier aber dafür keine Fangriemenöse, wie bei der 19X hier. Und das wäre jetzt einmal griffstücktechnisch der Hauptunterschied. Ansonsten ist alles gleich geblieben, also beidseitige Bedienbarkeit Generation 5 passt. Dann ein weiterer wesentlicher Unterschied zur 19X sind die Front Serrations. Ich habe bei der Glock 45 Front Serrations. Bei der 19X waren die noch nicht der Fall. Front Serrations an sich bei Glock immer wieder gekommen, gegangen. Es war bei der Generation 4 mal der Fall, dass sie eine limitierte Edition gemacht haben und war für kurze Zeit verfügbar. Bei der Glock 45 und auch bei weiteren Glock Modellen in der Generation 5 Serie MOS zum Beispiel, sind jetzt standardmäßig dabei. DLC-Beschichtung, wie bei der Generation 5 auch, halt nicht sandfarben. Und ein weiterer wesentlicher Unterschied zur 19X, die Visierung. Bei der Glock 45 habe ich meine Standard-Kunststoff-Visierung mit diesem Glock-typischen weißen U. Bei der 19X habe ich an sich eine Tritium-Visierung mit den drei Punkten, die im Dunkeln leuchtet. Unter anderem ist das auch der Grund, warum die Glock 45 preislich durchaus etwas tiefer angesetzt ist. Ich habe hier keine Tritium-Visierung, das sind allein schon knapp 100 Euro, die günstiger sind wie die. Und mir ist bei der Glock 45 das dritte Magazin erspart geblieben. Bei der Glock 19X hat man an sich drei Magazine im Gesamtpaket dabei, mit zwei Verlängerungsböden. Bei der Glock 45 sind es nur zwei Standard-17-Schuss-Magazine. Ja. Im Großen und Ganzen wäre es das vom Unterschied. Es ist ziemlich ähnlich wie die 19X, aber in einigen Punkten doch anders. Und wie sie sich vom Schießen verhaltet, wie sie auf der Range ist, werden wir dann gleich von Stefan erfahren. Der ist schon dort und testet sie ausgiebig für uns. So, wir sind jetzt am Schießplatz und testen die Glock 45 in der Praxis. Herkommen mit deiner Semi.
war Glock 45. Was gibt es zu sagen? Sie ist die zivile Version der Glock 19X. Schön, dass Glock natürlich auf die Kundschaft gehört hat und eben hier diese Front Serrations angebracht hat, um hier einen Waffencheck zu erleichtern. Der Magazinsrichter ist relativ angenehm. Ansonsten gilt eigentlich das Ganze, was wir schon beim Glock 5 Video euch näher gebracht haben. In mein Holster von Tactical passt sie ganz normal rein. Gibt es eigentlich keine Besonderheiten. Greift sich gut an, schießt sich gut. Aber macht Spaß wie jeder andere Glock auch. So, das war's mit unserem Video. Gebt uns eure Meinung ab, was ihr von der Glock 45 haltet. Teilen, liken, abonnieren, ihr kennt den Drill. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Euer Adam.